Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute in völlig neuer Besetzung und zwar bin ich nicht alleine hier und auch nicht mit dem Paul, der ist nämlich gerade eben nicht da, sondern mit der Rumi. Rumi ist bei uns im Vertrieb, im Vertriebsinnendienst. Nun gibt es ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, warum du auch hier bist, ja. Die sogenannte Orgatech in Köln. Ja. Ich selber war dieses Jahr nicht da, aber du warst da. Du warst eine von unseren 10 Mitarbeitern, die auf dieser internationalen Messe waren. Ich habe mich ein bisschen belesen, die Leitidee hieß, beziehungsweise das Motto der Orgatech dieses Jahr, Culture at Work. Und genau, du warst da und ich möchte eigentlich mit dir darüber reden, wie du das so empfunden hast, was es da so alles zu entdecken gab. Ein paar Zahlen am Anfang, insgesamt gab es 600 verschiedene Aussteller aus 30 verschiedenen Ländern. Also die ganze Messe war international ausgerichtet. Und es gab alle möglichen Neuheiten und Innovationen in verschiedenen Bereichen, Büroeinrichtungen, Licht, Akustik, Medientechnik und. Und du warst da, du hast das alles gesehen. Ja. Warst du denn schon mal früher auf der Orgatech? Nee, im Prinzip war es mein erster Besuch. Mhm. Und ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich wusste, dass mir das sehr, sehr viel bringen kann. Mhm. Aus vielerlei Hinsicht. Und ich muss auch sagen, wenn man in dem Bereich arbeitet, ist es wirklich ein Must-Have. Ja. Weil es halt eben auch sehr viel zu sehen und zu entdecken gibt. Für mich persönlich diente dies als Weiterbildung und zu anderen halt auch, und das war für mich auch sehr wichtig, zum Kennenlernen unserer Partner. Zum Netzwerken könnte man sagen. Richtig, genau. Mhm. Es geht ja darum, dass wir halt mit Herstellern zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind ja nur die Vertreiber, nur in Anführungsstrichen, aber hinter uns stehen halt sehr, sehr, sehr viele Hersteller, für die wir halt arbeiten. Und man kann ihre Produkte anpreisen, man kann mit den Herstellern korrespondieren, aber am Ende weiß man trotzdem nicht, was man da eigentlich alles verkauft oder wer dahinter steckt, wer dahinter steht, welche Philosophie dahinter steht. Ja, das stimmt. Und das war eigentlich für mich so der Sinn und Zweck der Sache, warum ich gesagt habe, ich muss da mit hin. Mhm. Und das hat sich für mich auch bewährt, würde ich sagen. Man konnte halt extrem viel erfahren, auch in Form von Vorträgen. Das fand ich sehr interessant, die sich vor allen Dingen um Arbeitsplatzgestaltung und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie das effektive Arbeiten und auch die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung waren. Mhm. Also du hast leicht noch so eine Weiterbildung mitgenommen quasi. Das war mein Ziel, genau. Ja. Ne? Also es ist halt schon sehr interessant, dass man halt, wie das halt andere Leute so sehen, Profis vielleicht oder noch mehr Profis das halt so sehen. Ja, genau. Man lernt ja gerne immer wieder dazu, vor allen Dingen auch die aktuellsten Standards und die aktuellsten Meinungen dazu. Also ich sag mal, jemand, der aus der Medizin kommt oder vielleicht aus der Physiotherapie, die haben nochmal einen anderen Blick auf Ergonomie als wir Leute aus der Büromöbelbranche, oder? Das war weniger Thema, sag ich mal so. Also Ergonomie ist immer ein Thema, weil sich jede Firma damit befasst, aber ich habe jetzt keinen Mediziner dort getroffen, mit dem ich mich unterhalten habe. Also es sind halt wirklich die Profis, die dahinter stehen und die dann halt sagen können, worauf es halt ankommt. Ja, ja. Na? Was ich halt noch sehr interessant fand, es gab eine Ausstellung, die sich mit dem Bewusstsein der Nachhaltigkeit auseinandersetzte. Das war mir recht neu, wo halt Recyclingprodukte wie Kunststoffe, also die halt im Meer gefunden wurden, daraus Möbel gemacht werden, aus Papier und Holz, also Naturmaterialien, die halt weiterverarbeitet werden, aus denen dann halt Arbeitsplattendekore zum Beispiel gefertigt werden. Was ist das? Arbeitsplattendekore? Hm? Arbeitsplattendekore ist im Prinzip, unsere Arbeitsplatten sind ja alle beschichtet mit Melaninharz-Beschichtung, ne? Und die haben halt alle unterschiedlich, ich sag jetzt mal Furniere, das sind keine Furniere, ne? Aber es sind halt so unterschiedliche Dekore halt, von Eiche, Buche, Ahorn, was man halt so kennt. Ah, okay, verstehe. Also es sieht nach einer bestimmten Optik aus. Richtig. Ah, und alles dort haben wir halt einiges erfahren, was zum Beispiel aus Blättern haben die ein Dekor gemacht. Das mit Blättern und Harz oder. Ja, Blättern und Harz. Stelle ich mir total schön vor. Es war faszinierend. Das ist, das war schon sehr beeindruckend. Es gibt ja auch gleich auch nochmal eine ganz andere Wirkung auf ein Büro, wenn man halt so viel Naturmaterialien mitverwendet. Mhm. Die man auch als solche wieder erkennt. Ne? Also wenn ich mir jetzt eine Schreibtischplatte vorstelle, die so schön mit Blättern arrangiert ist, das stelle ich mir großartig vor. Also, muss man mögen, passt auch nicht vielleicht in jedes Büro, aber... Ja, das stimmt. Naja, ich bin halt der Meinung, da mittlerweile halt das Büro
Büro halt für viele auch zum Lebensraum wird, weil man halt mal einfach mindestens 9 Stunden am Tag oder so dort verbringt, Mit sollte. hin und zurück und allem drum Ja, und dran, richtig, ja. genau. Es ist halt einfach so, dass man sich ja auch mehr wohlfühlen muss. Muss. Genau. Und Ja. dahingehend ist das schon sehr gut oder sehr sinnvoll, wenn man dann halt persönlich einfach persönliche Noten mit einbringt und gerade diese Naturmaterialien, die ja extrem modern auch sind, was jetzt auch gerade wieder auf der Messe auffiel, Pflanzen, Dekoration, Naturtöne, Rot, Braun, Grün, die halt dann eingebracht werden, das war schon sehr interessant, die Trends halt sozusagen zu sehen. Für mich ist ein bisschen so das Wort nachhaltig mittlerweile inflationär benutzt. Daher, also das ist ein Wort, mit dem man natürlich viele Leute catchen kann und das für viele Leute sehr erstrebenswert ist. Würdest du denn schon sagen, dass das Prinzip von Nachhaltigkeit wirklich noch mehr als ein Aushängeschild war bei den Sachen, die du auf der Eurotech gesehen hast? Ja, mir und hier und da auf jeden Fall. Ja. Also es gibt, wie gesagt, dass halt die Wiederverwendung von Materialien oder schon benutzten Materialien ist für mich auf jeden Fall schon nachhaltig. Das war auf jeden Fall Thema. Oder eben auch, es gibt einen Aussteller namens Dataflex, also es gibt einen Hersteller namens Dataflex, der produziert unter anderem Monitorarme, aber eben auch Cases für den Arbeitsplatz, also Boxen, wo man halt so Utensilien reintun kann. Und die sind auf jeden Fall nachhaltig, weil Ja. hier wird explizit beschrieben, wie viel Ressourcen dafür verbraucht werden, um dieses Objekt oder Produkt halt zu produzieren. Ach, krass. Und wie viel Ressourcen verbraucht werden, wenn dieses Produkt nicht mehr verwendet wird, es wieder zu reproduzieren, beziehungsweise also das ist halt in ihre Kampagne, wenn der Kunde das Produkt nicht mehr möchte, kann er es zurückgeben. Und es wird aufbereitet und wieder neu bereitet und kann wieder zum Verkauf rausgegeben werden. Stark. Und damit wird weniger Rohstoffe verwendet, um halt dieses Produkt halt im Prinzip neu auf den Markt zu geben. Und das widerspricht auch ein bisschen so dem, oder ist eine Alternative zu dem Wegwerfkonzept, Richtig, ne? Ich genau. will es nicht mehr, ich brauche es nicht mehr, ich schmeiße es weg und kaufe mir Das Neues. sollte es sowieso viel häufiger geben Ja. heutzutage. Ja, sehe ich auch so. Spannend. Ja, ungemein, fand ich auch. Ja, vor allem etwas, was man so vielleicht nicht erwarten würde, Ja. was aber längst überfällig ist. Das war so der eine Trend, den du gesehen hast. Was glaubst du denn, was so 2019 kommt, also im nächsten Jahr, und was tendenziell bleiben wird, was es auch jetzt schon gibt? Kannst du dazu was sagen? Was wird es Neues geben? Naja, die Arbeitswelt entwickelt sich halt immer flexibler, ne? Also Ergonomie ist halt von jeher ein wichtiger Standpunkt oder ein wichtiger Faktor in der Bürowelt. Heißt, die Arbeitsplätze werden ergonomischer, vielleicht werden sie noch technisch versierter, vielleicht werden sie noch flexibler, weil Was sehr meinst du mit flexibel? flexibler heißt einfach, ein Arbeitsplatz ist heutzutage nicht mehr nur ein Arbeitsplatz in dem Sinne. Viele Kunden sind vielleicht nur kurze Zeit an ihrem Arbeitsplatz im Büro und verlassen den und arbeiten vielleicht von zu Hause aus. Oder wechselnde Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz, habe ich jetzt auch schon gehört. Einfach aus dem Grund, dass halt zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische nicht überall gerüstet werden, sondern halt, dass die Mitarbeiter sich halt austauschen. Die Materialien auf dem Arbeitsplatz unterschiedlich sind. Auf dem einen gibt es halt Laptops und Programme, während die anderen halt andere Programme haben, wo die sich dann halt austauschen können. Das heißt, die Arbeitsplätze müssen flexibel sein, die Büros müssen flexibel sein. Zum Beispiel sind jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr Büros für 20 Mitarbeiter ausgerichtet, wenn 20 Mitarbeiter einen Arbeitsplatz brauchen, sondern nur noch für 10 Mitarbeiter und die wechseln halt, weil viele halt zum Beispiel unterwegs arbeiten, von zu Hause aus arbeiten. Das ist halt mittlerweile ziemlich wichtig geworden, die Flexibilität. Ja. Ich sehe das ja immer ein bisschen kritisch. Da hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch mit Paul drüber gesprochen, weil das immer so ein Geschmäckle davon hat, dass die Leute Ressourcen einsparen wollen. Also es ist ja leichter, 10 Tische zu installieren, wo die Leute halt, wo 20 Leute sich dann so reinteilen, sag ich mal, als 20 feste Arbeitsplätze zu installieren, wo die Leute sich ihren eigenen Space errichten können, ihren eigenen Platz, der halt auch immer dort ihnen zur Verfügung steht, anstatt sich halt immer wieder neu ausrichten zu müssen. Kannst du mir folgen? Ich Kannst kann du dir was dazu sehr, sagen? ja, ich möchte gerne sogar was dazu sagen, Ja, aber ich wollte gerne. dich das aussprechen. Der Fakt ist halt einfach, das ist eben der Punkt. Es ist Ja. halt Verschwendung. Wenn ein Mitarbeiter nur 3 Stunden am Arbeitsplatz ist, warum sollte der dann einen ganz vollständigen eigenen Arbeitsplatz haben? Warum solltest du, weiß ich nicht, x Quadratmeter Büro anmieten, wenn die Mitarbeiter nur die Hälfte der Arbeitszeit da sind und sonst die restliche Zeit unterwegs sind? Ich finde das nicht Einsparung, ich finde das zweckmäßiges Nutzen. Dann sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Und Verschwendung, richtig, Ja, ja, genau. Und ja. das ist für mich das Wichtige eigentlich. Ich benutze oder ich verkaufe oder kaufe doch keinen Computer, wenn ich einen
ein Laptop habe. Und das heißt, wenn ich mit dem Laptop von A nach B switchen kann, brauche ich doch nicht noch einen festen Computer mit einem festen Arbeitsplatz, nur damit ich meinen eigenen Arbeitsplatz habe. Und wie siehst du das Argument, wenn ich dagegen halten würde, dass es für die Leute schwieriger wird, sich immer wieder auf einen neuen Platz einzustellen? Das ist der Punkt. Es gibt ja mittlerweile flexible Tische, flexible Stühle. Das kann man ja alles einstellen. Also ich meine, natürlich ist A... Person größer als die B-Person. Ne? Ich mit meinen 1,62 bin bedeutend kleiner als du mit deinen 1,70. 82, aber ja. Fast. Genau, und dann hast du natürlich eine ganz andere Arbeitshöhe. Ich arbeite bei 72 Zentimetern am Tisch. Das kannst du dir mit Sicherheit nicht vorstellen, dass ich mit 72, du arbeitest bestimmt bei 76 oder sowas. Müsste ich auf das Display gucken. Aber ja, aber ich weiß das halt relativ genau, weil ich mich halt intensiv damit befasse. Ich habe Kunden, die sind 10 Zentimeter kleiner als ich. Ich muss genau wissen, auf welcher Arbeitshöhe die arbeiten. Das stimmt, ja. Und das ist halt für meinen Bereich halt auch ungemein wichtig. Und so ist es auch mit den Arbeitsstühlen. Ich kann nicht jedem Kunden den gleichen Stuhl anbieten, aber ich kann einen Stuhl anbieten, der vieles bietet. Ja, von einer niedrigen Sitzhöhe bis einer hohen Einstellung, von einer Ergo-Balance bis einer feststellbaren Ergo-Balance, also dass die Kunden sich halt nicht mehr so bewegen, von einer Lordosenstütze. Also heißt eine Rückenhalterung oder Rückenstütze, ja, klappt man das einfach, ne? bis hin, dass man das auch ausschalten kann. Flexibilität, das ist die Zukunft. Vielseitigkeit, schlussendlich. Ne? Und das ist eben auch das Moderne an den Arbeitsplätzen. Viele Kunden sagen, wir brauchen keine Rollcontainer mehr. Wir sitzen kaum noch an dem Platz. Was tue ich in den Rollcontainer rein? 3 Stifte? Was sage ich dann als, ne? Gibt es auch für eine Lösung? Ja, natürlich. Und das ist es ja. Es gibt mittlerweile Unterbauschubladen unterm Tisch. Ja, da hast du eine Schublade, da sind 3 Sachen drin. Du kannst dein iPad rein, dein Tablet reintun, schließt es ab, kannst den Arbeitsplatz verlassen, zum Mittagessen gehen, kommst wieder, nimmst dein Tablet, arbeitest 3 Stunden dran und dann gehst du. Und gehst zu deinem Kunden, gehst zu deinem nächsten Fall. Halt so. Und sowas hast du auch entsprechend auf der Orga-Tech gesehen. Genau solche Lösungen für solche... Richtig. Für solche Flexibilitätsprobleme, sag ich mal. Ja. Super. du hast ja auf der Messe auch verschiedenste Leute kennengelernt. Du hast ja gesagt, du wolltest die Hersteller kennenlernen, Netzwerken. Mit wem konntest du denn sprechen? Also, ich hatte die Ehre, mit dem Vertriebsleiter von Hammerbacher zu reden, mit dem Matthias Böker, mit dem Handelsvertreter von dem Bürostuhlhersteller RIM, mit Lukas Schäfer-Nolde, das war oder ist ein geprüfter Büroeinrichter. Auch sehr, sehr interessant war das Gespräch mit dem Herrn Lauble, ein Arbeitssystemgestalter, Akustikfachberater, beziehungsweise auch Weiterbilder in der Hinsicht. Ja, er ist in der ganzen Branche ist er schon eher eine Koryphäe, ne? Wenn es so um das ganze Wissen, das um Ergonomie, um Arbeitsplatzgestaltung geht. Ja, genau. Und das ist natürlich sehr interessant. Ich habe halt von diesen ganzen Herren unterschiedliche Ansichten, aber auch eine Sache oder zwei Sachen, die halt wirklich herausgestochen sind. Alle waren sich einig, dass das Büro der Zukunft flexibel gestaltet sein muss und ergonomisch. Ja. Und das ist halt das Wichtigste. Und da sind wir uns eigentlich alles einig. Also es gibt natürlich, die unterschiedlichen Hersteller haben unterschiedliche Ansprüche. Zum Beispiel der Vertriebsleiter von Hammerbacher sagt halt, aufgrund der Flexibilität müssen die Lieferzeiten auch kurz sein, was Hammerbacher sehr gut gewährleistet. RIM hat zum Beispiel, RIM, der Bürostuhlhersteller, den biete ich gerne ich sag jetzt mal, klingt jetzt blöd, aber im günstigen Preissegment an. Ich habe andererseits biete ich halt zum Beispiel RoboShare als deutschen Händler sehr gerne an, weil der halt qualitativ extrem hochwertige Produkte hat, finde ich. Also es ist halt so eine persönliche Ansicht. Ich arbeite halt auf dem RoboShare-Stuhl und ich mag den halt sehr. Ist ein bisschen eingefärbt, aber... Ja, genau, da bin ich ein bisschen beeinflusst. Das ist ja... Und RIM ist halt, meiner Meinung nach, bieten die Bürostühle, die halt sehr flexibel sind. Halt, die für vielseitige Mitarbeiter nutzbar sind. Auch eine gute, breite Sitzfläche. Ich habe den letztens ganz, ganz viele in eine Firma verkauft, weil da wirklich von breiten bis schmalen Persönlichkeiten alles dabei war. Und jetzt bieten die auch diese Ergo-Balance, also diese Bewegungsmechanik mit an. Ja, das wird auch nochmal interessant. Da freue ich mich dann halt, wie sich das halt so im nächsten Jahr dann herauskristallisieren wird. Ein sehr schönes Gespräch hatte ich mit Lukas Schäfer-Nolde, einem wirklich jungen, extrem versierten jungen Mann, der ebenfalls halt mir gesagt hat, dass halt Flexibilität sehr wichtig ist und hat mir halt die neuen Produkte halt von Mini-Büromöbel gezeigt, die halt eben auch auf diese Flexibilität abzielen. Hast du da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel Konferenztische, die flexibel sind. Weil sie sich auch mit hoch und runter bewegen. Ah ja, okay. Oder sie nennen es die Schreibtische, die Synchronmechanik enthalten. Im Prinzip sind es halt Schreibtische,
die eine Schiebebladefunktion haben, wo hinten dann die Kabelwanne nach oben geht, dass die IT-Mitarbeiter recht schnell hinten in den Kabelkanal hinten reinkommen. Ah, okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel spontan Beamer anschließen musst oder irgendwie. Spontane Laptop anschließen, wieder Ja. abschließen, all solche Sachen. Also wenn halt du leicht an die Elektronik rankommen musst und die Arbeitsplätze aber gegenüberstehen, ist das extrem schwierig. Ja. Aber wenn du die Möglichkeit der Schiebenplattenfunktion hast, was heißt, der Tisch rutscht nicht nach hinten, sondern die Platte halt nur nach vorne, verlierst du nach hinten halt auch keinen Platz. Und das fand ich ziemlich Ah, genial. ja. Also es geht, Flexibilität schließt, soweit ich das jetzt verstehe, auch Funktionalität ein. Dinge einfach oder technische Lösungen für Probleme zu finden, die es einfach ein bisschen smarter angehen, ja. Ja, Also. und trotzdem die moderne Ansicht nicht zu verlieren, ne? Also wunderschöne Dekore, also hochwertig aussehende Dekore und trotzdem zum Beispiel diese Holzoptik. Ja. Also sie gehen zum Beispiel wieder auch gerne auf Holzgestelle, was ich halt irgendwie schöner finde, weil dieses nochmal dieses natürliche Flair ins Büro zurückholt. Und mir Weg gefällt, von Chrom und Stahl ja, oder genau. Es ja. ist eine Geschmackssache. Viele Leute lieben dieses Chrom und Stahl. Ich mag halt dieses Natürliche lieber. Und dieses A-Gestell von denen, also es ist halt wirklich wie so eine A-Form, ne? Bei den Konferenztischen und trotzdem höhenverstellbar, das ist für mich schon Ist was neuwertig. Besonderes, Ja, das ja. fand ich neu. Fand ich besonders wertig. Ja, Muss ich ne? Ein sagen. Konferenztisch, hätte ich gesagt, du kaufst einen Tisch für x Personen, der steht da und der steht da eben, ne? Also, Richtig. dass es da Möglichkeiten gibt oder überhaupt den Bedarf danach, das nochmal ein bisschen smarter zu gestalten, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Ja, genau. Werbung machen sie vor allen Dingen damit, dass sie halt jetzt eine Technik verbinden, womit die Schreibtische extrem schnell nach oben fahren können. Aha, das dauert immer ein Stück, ne? Also bei meinem Ja. höhenverstellbaren Schreibtisch, das dauert so, was weiß ich, keine Ahnung. Paar Ein Sekunden. paar Sekunden, 5, 6 Sekunden, ehe der oben ist, stört mich jetzt persönlich nicht. Ich weiß, dass es höhenverstellbare Schreibtische gibt, die, Diese Pneumatik haben. ja, genau, wo das mit Gewichts. Elektronik gar nicht so viel zu tun hat, sondern eher mechanische Richtig, Geschichte ist. genau, die Gewichtsverstellung. Wupp! Das ist aber kann auch gruselig sein. Also ich finde das eigentlich total faszinierend, aber andererseits ist es halt, das habe ich halt von Kunden auch schon gehört, oder naja, nicht unbedingt von Kunden, aber halt so die Leute, die das halt in Frage stellen, dass es halt ruckartig sein kann. Na, also ich meine, wenn man den Hebel betätigt und den Tisch nach unten drücken muss, kann das für eine Kaffeetasse auf dem Tisch schon ein bisschen. Ah, verstehe. Ja. Ja. Das war halt zum Beispiel auch ziemlich interessant. Halt, dass halt diesen fixen Tisch halt bei dem Mini-Büromöbel halt so zu sehen, ne? Was mich zu einer wahnsinnig guten Frage bringt, die lustigerweise auch jetzt im Anschluss auf meinem tollen Zettel steht. Wie sieht denn für dich ein intelligent gestaltetes Büro deiner Meinung aus? Großen und Ganzen ist das schon das, was ich gesagt habe. Das Ja. Arbeitsumfeld muss halt oder das Büro muss halt flexibel sein. Für mich wäre da Idealfall auch noch papierlos. Ja. Das ist halt wirklich schwierig umzusetzen, Gerade in manchmal. Strukturen, die so mit der Zeit gewachsen sind, ne? Also wenn du Ja. jetzt zum Beispiel ein Startup hast, was jetzt gerade von null anfängt und gerade dabei ist, die ganze IT von null aufzubauen, das ist, glaube ich, nicht so das Problem, dann in Richtung Papierlosigkeit zu gehen. Eine Richtig, Firma, die schon richtig. seit 20 Jahren, 30 existiert. Aber hallo, da sind veraltete Strukturen, die erstmal umgebaut werden Ja, müssen, aber ne? schau, wir sind auch ein junges Unternehmen. Wir sind Ja. recht flexibel. Wir versuchen oder wir arbeiten weitgehend papierlos oder versuchen es halt immer wieder. Trotzdem gibt es halt in vielerlei Hinsicht immer noch Papier, was wir nutzen müssen. Und Ja. wenn man dann halt Mitarbeiter hat, die man aufgrund ihrer Erfahrung einstellt, die aber halt aus einer anderen Generation kommen, die arbeiten natürlich auch noch mit Papier. Und das nicht mit wenig. Ja. Das muss man dann halt einkalkulieren. Ja, umso mehr arbeiten wir dann halt dagegen und dann funktioniert das auch schon. Ja. Alles gut. Genau, das war halt so ein Punkt und Ergonomie halt. Wie gesagt, für mich muss ein Arbeitsplatz absolut ergonomisch sein. Ein Stehsitzarbeitsplatz finde ich absolut notwendig. Das sagst du, So. das ist ein Must-Have, dass das muss eigentlich Meiner Meinung nach, ja. Basisausstattung sein, Auf ja. jeden Fall. Also man muss halt gucken, jeder Mitarbeiterplatz sollte halt auf den Mitarbeiter zugeschnitten werden und nicht der Mitarbeiter auf den Arbeitsplatz. Aber widerspricht das nicht dann auch wieder dem Flexibilitätsgedanken, dass wir sagen, wir haben ein Chair-Desk-System, 10 Chair-Desks für 20 Leute oder 15? Wieso? Na, einfach, das ist eine Verständnisfrage, weil wenn man möchte, dass der Arbeitsplatz auf jede Person zugeschnitten ist, na gut, dann überlege ich gerade, wenn das alles so flexibel ist, dass man das immer wieder schnell anpassen Ja, kann, es dann gibt geht's wieder. Beleuchtungselemente, die bieten Ja. verschiedenes Licht. Es gibt warmes Licht, es gibt kaltes Licht, helles, dunkles. Es gibt eine Lampe, die kann das. Also nicht nur eine, aber das ist mittlerweile gang und gäbe, dass die Ja, Bürolampen ja. das mit anbieten. Die Tische kann man jede Höhe einstellen. Die Stühle kann man alles Mögliche einstellen. Die Akustikbereiche müssen sowieso sein, egal, da musst du nicht auf Höhe oder sonst was einstellen. Die Die sind halt Akustikbereiche da. müssen sein, genau. Ja. Ich vergesse auch bestimmt gerade total viele Sachen, aber es ist halt so,
Es gibt halt so viele Bereiche, auf die man achten muss. Wichtig ist, dass man halt die äußerlichen Störfaktoren ablegt, dass die Laufwege nicht immer direkt an den Büros der Mitarbeiter vorbeigehen, dass sie halt wirklich in Ruhe ihre Arbeit machen können, dass die Meetingbereiche halt abgeschirmt sind, dass Meetings gehalten werden können, auch in Großraumbüros, dass sich niemand davon gestört fühlt. Das sind halt da wieder Separés zu schaffen, ja, oder eigene Räume. Gut, sind ja auch separat. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, das heißt ein bisschen, ne, dass du auf der Orgatec unglaublich viele Eindrücke gesammelt hast, auf viele neue Sachen gestoßen bist, die viele Sachen auch vielleicht neu waren oder die du nochmal vertieft hast. Wem würdest du denn empfehlen, auf die Orgatec zu gehen? Auf jeden Fall vielen Chefs. Ja. Ne? Also das ist halt so. Dass denen einfach mal so ein paar Horizonte eröffnet werden? Ja. Ja. Leider. Es ist halt wirklich so. Ich habe tatsächlich auch schon einen Kunden gehabt, wo ich dann explizit zu dem Chef gesagt habe, ich weiß nicht, ob Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter lieber ist als Ihr Geldbeutel. Das ist halt einfach so. Also ich habe es nicht so direkt gesagt, aber ungefähr so, ne? Ja. Schön, dass du da warst. Gerne wieder. Wirklich. Und allerspätestens bis zum nächsten Orgatec. Wir werden sehen, was die Zeit so bringen wird. Also wie gesagt, ich fühle mich sehr geehrt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Nur mal sehen, ob es mal wieder passt. Super, dann vielen Dank für das Gespräch. Was uns interessieren würde als Büromöbel-Experten, waren Sie denn auch auf der Orgatec? Lassen Sie es uns wissen, bewerten Sie uns, darüber freuen wir uns und lassen Sie uns Ihre Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren wissen. Bis bald. Bis bald.